Heidi, hallo meine Amigos und herzlich willkommen zu einem Infovideo über die Sari-Server. Und ich bin heute nicht alleine in der Hut, sondern bei mir ist mein Haupt-Server-Einsteller, der Sascha. Heidi, Sascha. Grüße euch alle und grüße dich, Sari. Jo Leute, es gibt was Neues. Es kamen vermehrt Anfragen, Sari, bitte mach einen PvP-Server. Und ihr wisst, PvP ist nicht meins. Aber es kamen Fragen und Leute wollten es. Deshalb haben wir einen PvP-Server erstellt. Und er wurde von Sascha eingestellt und auch von Sascha mit anderen Admins schon getestet. Aber er ist noch nicht online. Zumindest jetzt noch nicht. Der startet nämlich am Dienstag um 13 Uhr. Also wenn ihr das Video jetzt komplett schnell seht, wenn es rauskommt, morgen. Am Dienstag, den 24.09. um 13 Uhr startet dieser Server und was euch auf diesem Server erwartet, bequatschen wir jetzt. Also, Sascha, um was geht's? Genau. Welche Map zum Beispiel haben wir? Es ist die Valguero Map. Also Vor- und Nachteil ist, man hat keine Dinos zum Zähmen. Ah, okay. Das heißt, man ist nur mit dem neuen Raptor, genau. Anonymous, ja. Das ist der einzige, die was man ausbrüten kann. Aha. Es ist ziemlich geboostet. Es ist einfach darauf aus eigentlich, dass man sie in die Fresse haut. Okay, also ein Server, wo einfach haut drauf und es gibt einzig allein den Anonymous, was man brüten kann. Ansonsten gibt es keine Dinos zum Zähmen. Das müsst ihr wissen. Genau. Es wird dann nicht sein, dass jemand Rexe züchtet bis zum Umfallen und dann hat dann Rex, was praktisch alles platt macht. Das gibt es bei uns dann nicht. Nein, es gibt nur den Deinonychus. Wie schaut's aus mit Admin Support? Wenn irgendwer Scheiße baut oder irgendwo wo feststellt, gibt es Admin Support? Nein, es gibt gar keine Admins drauf. Also die, was drauf spielen, sind genauso normale Spieler wie jeder andere. Es gibt keinen Admin-Support, niemand hat das Admin-Passwort. Das heißt, wenn man irgendwo festhängt oder feststeckt, muss man sterben, dass man rauskommt. Also Leute, also wenn irgendwer Scheiße baut auf dem Server oder irgendwo festhängt oder sonst was ist, es gibt auf diesem Server kein Admin-Support. Ich habe es gerade gehört von Sascha, weil das ganze Mimimi und interessiert keinen Admin. Wir haben so genug um die Ohren mit den anderen Servern, da etwas rausholen, da jemand steckt fest und hin und her. Auf dem PvP-Server gibt es keinen Admin-Support. Aber ich schätze mal ganz stark, dass es einen Offline-Rage-Schutz gibt, oder? Wie spät schaltet sich denn der ein? Also wenn man sich ausloggt, wie viel Zeit hat man denn noch zum Base wegradieren, bis der Admin, bis der Offline-Rage-Schutz einsetzt? Es sollte bei Standard 15 Minuten sein. 15 Minuten. Also wenn ihr einen Kampf habt und einer macht auf Feige und lockt sich aus, habt ihr noch immer 15 Minuten Zeit, die Base platt zu machen. Also offline gehen ist kein Schutz für dich. So viel sei gesagt. Es ist einfach nur dazu da, dass man, wenn man über Nacht, dass die Base eine Ruhe hat. Tag, ja, genau, dass man nicht dann Angst hat, dass alles weg ist. Was gibt es sonst so für Regeln? Also ich gehe mal davon aus, campen, also so Spawn-Trappen, ja, will keiner. Also bitte Leute, wenn ihr PvP macht, bitte geht nicht vor die Basen, wartet bis jemand rauskommt und knallt den ab. Wartet weiter, bis der wieder rauskommt und knallt ihn ab. Das macht keinen Sinn, das ist nicht PvP, das ist einfach nur feige Saugedue und das interessiert natürlich keinen. Also macht bitte einen ordentlichen PvP-Fight draus. Wie lang der Server läuft und wie gern die Leute drauf spielen, liegt natürlich an den Mitspielern, ne? Weil wenn nichts mehr drauf los ist, wird der Server geschlossen. Wenn da drauf nur ein Tribe ist, was die ganze Zeit Faxen macht, dann werden nicht viele Leute drauf sein, wird der Server genauso geschlossen. Also wir haben jetzt mal eingestellt, ihr seht es ja hier im Hintergrund bei mir, es ist dieser 16-Slot-Server, der läuft jetzt aktuell auf 74 Tage, ist der jetzt mal gemietet, aber von mir aus ist auch scheißegal, wenn wir den nach 20 Tagen wieder wegmachen, wenn nur Scheiße drauf passiert. Ja, es liegt natürlich an euch und es kann jeder mitspielen, der den Mitspielerrang hat auf den Sari-Discord, sprich wer auf Nitrado gespendet hat, darf mitspielen. Wie man dazu kommt, unten in der Video-Info, wie gehabt, wie immer eigentlich. Und ja, was gibt es denn noch Erwähnenswertes, Sascha? Sag mal. Ja, wie gesagt, das ist die Valguero-Map. Es ist alles eigentlich hauptsächlich zu Fuß, weil bis man einmal so einen Deinonychus erwischt, dauert es ja ein bisschen. Mhm. Man levelt ziemlich schnell. Das ist auch etwas, es ist einfach Speed, Leveln, Speed,
farmen. Es ist Schaden, kriegen die Dinos mehr als die Spieler. Okay. Und Spieler halten auch viel mehr aus gegen wilde Dinos. Es ist einfach so, dass sie nicht jetzt rausgehen, ein Rex ist vor einem und schon ist man. Also die Dinos sind eher einfach so ein bisschen lästig, aber nicht unbedingt tödlich, ne? Genau. Okay. Also wenn man sich blöd levelt, ist alles tödlich. Auch ein Dodo. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Aber sonst, die Loots konnte ich leider nicht verändern. Das heißt, wenn ihr schlechte Loot drinnen habt, tut es mir leid, das habt ihr leider nicht übernommen. Ich hätte gern euch besseren Loot gegeben, dass ihr halt Waffen oder sowas gleich drinnen gehabt hättet. Und ja, ich glaube, das war eigentlich grundsätzlich alles. Wie gesagt, das Admin-Support gibt es nicht, also auch kein Mimimi oder Hilfe oder was auch immer. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also, was ihr im Spiel ausmacht, macht sie euch im Spiel aus, das geht uns dann nichts an. Ja, und es gibt auf unserem Discord, auf dem Sale-Discord auch eine eigene Gruppe für diesen PvP-Server. Da könnt ihr auch natürlich zusammenschreiben oder sonst was. Wie sieht's aus, wie groß ist denn die Tribe-Größe? Das sind nur auf zwei Max limitiert, das heißt, Zweierteams sind dann immer drauf, die was sich hauen können. Es muss halt auch beide offline sein, dass der Offline-Rage-Shot greift. Ja, ganz normal. Das sind 10 Dinos, was du maximal haben darfst. Okay, gibt es Allianzen? Allianzen sind da draußen. Okay, also ihr könnt nur ein Zweierteam sein und das war's dann auch. Und ansonsten, wie schaut's aus? Friendly Fire, kann man sich gegenseitig, also seinen Teamkollegen, eine über den Döns hauen? Nein, oder? Das kann man nicht. Friendly Fire ist aus, man kann seinen Teamkollegen nicht verletzen. Okay. So. Gut, also ich glaube, war's das? Oder haben wir noch was? Ich glaube, das war's im Großen und Ganzen eigentlich. Wir schauen wieder, dass wir unter 10 Minuten bleiben. Dann sparen wir uns auch dieses Mimimi. Und auf jeden Fall, Leute, wer Lust hat von den Sari-Servern, weil ihr wisst, das nächste große Update von ARK kommt erst im Dezember mit dem neuen DLC. Und bis dahin müssen wir natürlich die Zeit etwas überbrücken. Wir machen es jetzt in erster Linie mit dem PvP-Server. In zweiter Linie kommt ein neuer Kingdom-Server, der ist jetzt gerade dran arbeiten, das dauert noch ein bisschen, der kommt dann aber auch so schnell wie möglich und dann können wir schön die Zeit überbrücken, bis dann im Dezember das neue DLC rauskommt und vergesst nicht, aktuell Montag, Mittwoch, Freitag auf Sari-TV auf Twitch bin ich live mit verschiedensten Spielen, auch ARK, PS4 oder PC, schaut vorbei und jo, das war's von unserer Seite, wie immer wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, euer Sascha und Sari. Ciao, ciao. Viel Spaß. Tschüss.